Hallo, hier sind eure Womo-Kids. Als wir auf dem Weg zu einem Fan-Talk waren, sind wir kurz vorher noch zu Henning, weil da gibt's Neuigkeiten und die erzähle ich euch gleich. Es sind nämlich wieder viele kleine süße Tierbabys geboren. Und zwar von Bisons, Damenwild und bei den Eseln gibt es Nachwuchs. Denn Mia und Marie haben Kleine bekommen. Es sind beides zwei kleine Mädchen. Und den Vater von den beiden zeigt sich euch jetzt auch gleich. Man sieht da voll, dass es irgendwie schon sieht man, dass es das, der Vater von denen ist. Und sie sind beide super verkuschelt, genauso wie ihre Mütter. Könnt ihr euch noch an das Wasserbüffelbaby Elsa erinnern? Das ist jetzt gar nicht mehr so klein, das ist ziemlich groß geworden. Hier sieht man es zwar nicht so gut, aber sie ist schon so groß wie Marie und Mia. Falls wer nicht weiß, wer Marie und Mia sind, das sind die beiden Esel, die ich vorhin gezeigt habe. Die beiden Baby-Esel kann man auch sehr gut auseinanderhalten, weil beide ein unterschiedliches Gesicht haben. Ich fand es auch sehr interessant, das Dammwild, was verborgen worden ist, zu sehen. Das war sehr interessant. Dann sind wir auch schon von dort aus losgefahren und sind zu diesem Fan-Talk gefahren. Bei der Veranstaltung dort waren Rainer Köpke, Uli Stein, Bernd Wehmeyer, Klaus und Klaus. Und die haben dort ein Talk über EM, was da war. Das war nämlich am 22.06. Und dort haben auch Klaus und Klaus das ein Musikjubiläum zu einem Song gehabt. Dann haben wir noch mit Rainer Köpke ein Foto gemacht. Der ist nämlich Sportjournalist. Und mit dem Klaus gibt es sogar noch eine witzige Geschichte. So vor ungefähr, ja, fast 15 Jahren war ich 2 Monate alt und da war er bei so einer Veranstaltung und da hat er mich auf den Arm genommen und ich habe ihm meine Seele gefühlt aus dem Leib geschrien. Also war auch eine sehr witzige Geschichte damals. Aber ich kann mich da halt dran nicht erinnern, weil ich war 2 Monate alt, wie schon gesagt. Ja. Das war's jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Es würde uns sehr freuen. Und ja, das waren jetzt auch schon wieder eure Momo Kids. Bis zum nächsten Mal. Bye!